alle antworten können, wenn sie Antwortbedürfnis haben oder auch Fragen gestellt bekommen. Außerdem haben wir uns verständigt, dass es, wenn es möglicherweise Fragen zu den Vorkommnissen in Thüringen gibt und den Auswirkungen auf die Bundespolitik, wie die bitte im Anschluss, also nicht nach der Pressekonferenz, sondern im zweiten Teil dieser Pressekonferenz bitte gestellt haben wollen, dass wir uns also erst mit dem eigentlichen Zweck dieser Pressekonferenz beschäftigen. Damit gebe ich Herrn Bayer das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein denkwürdiger Tag heute, ein Dammbruch. Und Gerhard Baum hat das schon in Interviews einen Hauch von Weimar genannt. Und jetzt haben wir allerdings ein anderes, auch sehr aktuelles, bedrohliches Anliegen. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich hoffe, sie ist noch nicht ausverkauft, wir haben heute in der FAZ einen Aufruf ganzseitig und doch fordern wir die Freilassung von Julian Assange. Die FAZ hat sich zu einem wesentlich ermäßigten oder Preis da bereit erklärt. Freitag hat es umsonst gedruckt, aber auch hier der FAZ auf Seite 5 ziemlich für alle sichtbar Politikteil. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Pressekonferenz, um unsere Initiative für die Freilassung von Julian Assange kurz vorzustellen. Ich darf wohl sagen, dass allein die Breite des Unterstützerkreises doch sehr bemerkenswert ist. Über 130 Personen des öffentlichen Lebens und 4 Verbände setzen sich für das Leben und die Freiheit von Julian Assange ein. Darunter allein 10 ehemalige Bundesministerinnen und haben diesen Appell mit unterzeichnet. 3 von ihnen sind ehemalige Justizministerinnen. Dann Vertreter von SPD, FDP, Grünen und Linken, leider nur einer aus der Union. Das war zum Teil vergebliche Liebesmühe. Ich habe alle, die ich kannte, und ich kenne einige, es war fast wie eine Absprache, vielleicht kommen noch welche dazu, wenn das jetzt erst eine große Aufmerksamkeit hat. Julian Assange hat Kriegsverbrechen der US-Armee öffentlich gemacht. Ihm soll dafür der Prozess gemacht werden, weshalb er nunmehr von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden soll. Assange hat weder ein rechtsstaatliches Verfahren in den USA zu erwarten, wo ihm bis zu 175 Jahren Gefängnis drohen, noch ein rechtsstaatliches Auslieferungsverfahren in Großbritannien. Er wird in seiner Verteidigungsvorbereitung massiv behindert. Zudem war er psychologischer Folter ausgesetzt. Das hat der UN-Sonderberichterstatter für Folter zum Thema Nils Melzer. Mit mehreren Ärzten hat er ihn besucht, untersucht und sagt, das ist eindeutig Anzeichen von Psychofolter. Wir fordern daher, wie vor wenigen Tagen auch die Parlamentarische Versammlung des Europarats, so wörtlich, aus rechtsstaatlichen und humanitären Gründen die sofortige Freilassung von Julian Assange. Bereits während unserer Initiative ist etwas in Bewegung geraten. Das Schweigen, das es auch aufgrund der Rufmordkampagne gegen und Ächtung von Julian Assange gab, wird mittlerweile immer mehr von einzelnen Journalisten und Medien durchbrochen. Ziel ist es, mehr Menschen aufzuklären, dass es nicht allein um die Verteidigung von Assange selbst geht, sondern auch um die Verteidigung der Meinungs- und Pressefreiheit und damit der Demokratie selbst. Wenn Journalisten, Whistleblower und Medien in Zukunft befürchten müssen, für die Aufdeckung von staatlichen Verbrechen, und in den USA geht es immerhin um Kriegsverbrechen, mit Verfolgung, Einkerkerung unter Umständen mit ihrem Leben bezahlen müssen, ist die vierte Gewalt mehr als in Gefahr. Wir möchten mit unserer Initiative auch anderen Mut machen, ihre Stimme zu erheben. Dazu haben wir eine Website eingerichtet, auf der unser Aufruf ebenfalls unterzeichnet werden kann. Wir wollen Julian Assange unterstützen und damit eine Bankrotterklärung westlicher Rechtsstaatlichkeit verhindern. Vielleicht noch ein Satz von der ehemaligen Justizministerin Hertha Deubler-Gmelin, die auch heute dabei sein wollte und die aber nach einer schweren Kieferoperation das leider nicht kann. Sie schreibt, es ist schändlich, wie Herr Assange behandelt wird. Er muss unverzüglich aus dem Gefängnis entlassen und rehabilitiert werden. Der Grund dafür liegt nicht nur in seiner durch die lange Verfolgung, Isolierung und Haft ruinierten Gesundheit, sondern vor allem auch in der schändlichen Art und Weise,
in der die beteiligten Staaten die rechtsstaatswidrigen Winkelzüge von Geheimdiensten zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Whistleblower müssen geschützt werden. Hier ist sowohl das Eingreifen der Bundesregierung wie auch der EU dringend geboten. Und vielleicht die Erklärung von Navid Germano, könntest du vielleicht noch vorlesen? Ich habe hier nichts hier. Ich kann nur sagen, dass es Navid Germani so gegangen ist, wie mir, dass er sich schwer getan hat, am Anfang diesen Aufruf zu unterschreiben, weil wir beide natürlich uns die Frage gestellt haben, kann man das eigentlich machen, denn Großbritannien und auch die Vereinigten Staaten sind nach unseren Maßstäben zu Recht ein Rechtsstaat. Wollen wir uns eigentlich in Gerichtsverfahren einmischen? Wir haben es dann beide deshalb getan, weil offensichtlich in diesem Fall die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens nicht gewährleistet ist. Ich habe es so gemacht, dass ich, um mir klar darüber zu werden, ob ich Günter Wallraffs Bitte folgen kann, den Aufruf zu unterschreiben, Nils Melzer angerufen habe. Nils Melzer, Professor Nils Melzer, ist der der Folterbeauftragte der UN, der Vereinten Nationen. Er ist Schweizer, ist Jurist, ist eher ein abwägender Typ, wenn man das sagen darf, jemand, der sich eher zurückhält in seinem Urteil. Und in einem langen Telefonat mit ihm bin ich zu der gleichen Erkenntnis gekommen wie Navid Germani, dass hier offensichtlich politische Gründe eine Rolle spielen dafür, dass man Rechtsstaatlichkeit eher hinten anstellt und im Falle der Person von Julian Assange nicht gelten lässt. Für mich bewährt sich der Rechtsstaat gerade in der Frage oder gerade dann, wenn wir es mit Handlungen oder Personen zu tun haben, mit denen wir uns vielleicht nicht einverstanden erklären können, die uns fremd sind, die uns manchmal merkwürdig vorkommen oder die auch schwere Straftaten begangen haben. Gerade dann bewährt sich der Rechtsstaat. Gerade dann darf er nicht sich politischen Argumenten beugen oder, was es ja auch gelegentlich gibt, der Forderung des sogenannten gesunden Volksempfindens. Nichts davon darf den Rechtsstaat beeinflussen, vor allen Dingen eben nicht politische Opportunitätsüberlegungen. Und Nils Melzer hat mir in dem Telefonat gesagt, dass in der Tat, wie Günter Wallraff das eben gesagt hat, bei der Untersuchung, bei denen übrigens Ärzte anwesend waren, durch den Folterbeauftragten der UN, alle Anzeichen dafür da sind, dass er längerer und dauerhafter Folter ausgesetzt gewesen ist, und zwar aller Wahrscheinlichkeit eben nicht nur kurzfristig, und das kann auch nicht sein, dass das in britischer Haft passiert ist, sondern vermutlich, einen anderen Hinweis gibt es nicht, in der Zeit, in der er in der Botschaft Ecuadors in London gewesen ist, aber dass eben die Haftbedingungen danach in Großbritannien eben dazu führen, dass sich diese schweren psychischen und physischen Folgen der Folter fortsetzen und er nicht in der Lage ist, weder sich mental auf seine Verteidigung einzustellen, noch ausreichend Zugang zu seinen Anwälten hat. Die Darstellung des Folterbeauftragten der UN war so beeindruckend, dass ich finde, dass man Günter Wallraffs Aufruf unterstützen muss. Damit mische ich jedenfalls für mich nicht in die Frage ein, ob Julian Assange sich strafbar gemacht hat. Ich mische mich auch nicht ein in die Frage, ob am Ende eine Auslieferung nach britischem Recht möglich ist oder notwendig ist. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass er unter den jetzigen Bedingungen die elementaren Rechte jedes Beschuldigten nicht wahrnehmen kann, nämlich sich physisch und psychisch und mit Hilfe seiner Anwälte auf eine angemessene Verteidigung vorbereiten kann. Darum geht es. Und dazu muss er aus der Haft entlassen werden. Er ist ja, glaube ich, immer noch in dem Krankenhaus der Haftanstalt, in die er eingeliefert wurde. Und deswegen habe ich mich am Ende, und genauso sieht es Navid Germani auch, der heute nicht hier sein kann, weil er auch krank geworden ist, uns eine Grußbotschaft geschrieben hat. Es geht darum, dafür Sorge zu tragen, dass die elementaren Rechte eines Beschuldigten in einem rechtsstaatlichen Verfahren gewahrt werden. Das sagt nichts über Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Beschuldigten, muss man sagen, ist ja nicht mal formell angeklagt. Es geht jetzt um die Auslieferungshaft. Aber eines Beschuldigten sagt darüber nichts aus. Aber das, finde ich, ist das, was den Rechtsstaat auszeichnet. Und ich kann nur sagen, wer immer da recherchieren will,
der möge sich mit Nils Melzer bei den Vereinten Nationen unterhalten. Das ist ein beeindruckendes Dokument, das man dort erhält über die Beurteilung. Und dem kann man sich nicht entziehen. Und das ist der Grund, warum ich am Ende den Aufruf von Günter Weyraff unterschrieben und unterstützt habe. Herr Jung, erstmal zur ersten Frage. Herr Jung, wollen Sie die erste Frage? Ich wollte auch was sagen. Ja, warum Sie? Wir hatten doch vereinbart, es hat ja wunderbar geklappt in der ersten Runde, dass wir doch die Fragen zulassen wollen. Ja, gut, die kommen auch gleich zu Wort. Das ist, will Ihnen das gar nicht. Aber Herr Jung, bitte sozusagen deine erste Frage stellen. Ich war nicht Bundesjustizminister, sondern Bundesinnenminister. Dann tut mir das leid. Und ich sitze aber hier für eine Bundesjustizministerin, nämlich Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, die den Aufruf unterschrieben hat. Ich sitze hier, weil es darum geht, dass Pressefreiheit kriminalisiert werden soll. Es geht nicht nur um das Menschenschicksal, das haben Sie eben sehr deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen und neben wohl lebensgefährlichen Bedingungen die Haft abläuft. Nein, es geht darum, dass wir hier für die Pressefreiheit kämpfen. Und das ist ein Menschenrecht. Und das bedeutet, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Presse ohne Druck auch Enthüllungen veröffentlichen kann. Ich habe vor einigen Jahren dem Whistleblower Ellsberg einen Preis gegeben. Ich betreffe mich wie regelmäßig in Moskau mit Snowden. Snowden ist für mich der Inbegriff eines Whistleblowers. Er hat unsere Werte verteidigt. Assange ist der Leiter einer Enthüllungsplattform. Er mag einem sympathisch sein oder nicht. Mir ist er zum Beispiel nicht sympathisch, als er in der Kampagne gegen Clinton gemeinsame Sache gemacht hat mit Trump, der ihn gefeiert hat. Und jetzt wird er als Terrorist von denselben Amerikanern zur Auslieferung gebracht. Das Auslieferungsverfahren steht unmittelbar bevor. Im Februar findet der erste Termin statt. Man rechnet mit einem längeren Verfahren von mindestens einem Jahr. Und ich frage mich, wie geht der Rechtsstaat mit der Presse in einem solchen Fall? Wir in Deutschland sind nicht unberührt. Erinnern Sie sich vielleicht noch, dass ein Generalbundesanwalt zurückgetreten ist in einer Angelegenheit, als der unselige Herr Maaßen versucht hat, einer ihrer Kollegen zu verfolgen mit Geheimnisverrat. Wir haben eine viel klarere Gesetzgebung zu schützen. Und ich würde mir eigentlich mal vorstellen, wie wir mit Snowden umgehen würden, wenn er hierher käme. Und er müsste endlich mal aus Moskau raus. Er müsste Zuflucht bekommen in einem demokratischen Staat. Also wir verteidigen hier Prinzipien, die uns unsere Glaubwürdigkeit kosten würden, wenn wir sie nicht verteidigen. Aus Gerechtigkeitsgründen darf Frau Dahlin natürlich jetzt auch zwei Worte sagen. Ja, also ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Allein vielleicht möchte ich noch dazu hinzufügen, dass ich schon Sympathien hege für einen Menschen, der alles in Kauf genommen hat, um uns Bürgerinnen und Bürgern Kriegsverbrechen von Mächtigen, von herrschenden Regierungen öffentlich zu machen. Und genau deshalb sitzt Julian Assange in Haft und zahlt das mit seinem Leben, muss man sagen. Ich mache mir große Sorgen um Julian Assange. Julian Assange kenne ich persönlich seit 2012, bin ihm mehrmals begegnet. Er ist ein sehr intelligenter, sehr scharfsinniger und meines Erachtens auch aus meiner persönlichen Erfahrung ein sehr bescheidener Mensch, der mit einer sehr leisen Stimme spricht, sehr interessiert zuhört, an der Wahrheit interessiert ist. Julian Assange hat sich körperlich sehr stark verändert. Er hat unter der Isolation quasi in der ecuadorianischen Botschaft in London gelitten. Er hat gelitten unter 9 Monaten Isolationshaft in einem Hochsicherheitsgefängnis in London in Belmarsh, wo er 22 bis 23 Stunden am Tag nur isoliert war, keinen menschlichen Kontakt hatte. Und seit seiner Verhaftung hat er keinen Kontakt zu seinen Anwälten in den USA. Seit seiner Verhaftung hat er nur mäßigen Kontakt zu seinen Anwälten in Großbritannien, wo er seine Verteidigung vorbereiten müsste. Er hat kein faires Verfahren im Moment. Ich war selbst bei dem Prozess im Dezember in London und bei der Gerichtsanhörung zur Vorbereitung des Auslieferungsverfahrens und konnte kein faires Verfahren bezeugen. Insofern kann ich mich den Ausführungen des UN-Sonderberichterstatters zum Thema Folter komplett anschließen.
dass weder Rechtsstaatlichkeit in diesem Fall gewahrt ist, noch humanitäre Bedingungen. Ich finde, der Fall Assange ist eine Bankrotterklärung der westlichen Rechtsstaatlichkeit. Es ist auch ein Riesenskandal. Und ich erwarte, dass von der Bundesregierung, dass sie in sich geht. Dass sie in sich geht und endlich aktiv wird, auch um unsere Glaubwürdigkeit willen. Endlich aktiv wird, den Empfehlungen des Europäischen Rates, also des Europarates, der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, aber auch den Empfehlungen eines UN-Sonderberichterstatters zum Thema Folter folgt und die Freilassung von Julian Assange fordert. Das fordere ich und erwarte auch von der Bundesregierung, wenn sie weiterhin glaubhaft für Völkerrecht, für Rechtsstaatlichkeit, für Demokratie sich einsetzt. Und am Schluss vielleicht noch ein Satz. Warum verteidige ich die Freiheit von Julian Assange? Die Verteidigung der Freiheit von Julian Assange ist die Verteidigung der Freiheit selbst. Deshalb setze ich mich für seine Freiheit ein. Danke. Jetzt versuchen wir es nochmal mit den Fragen. Herr Jung hat die erste Frage. Ja, vielen Dank zur Transparenz. Ich gehöre auch zu den Unterzeichnern des Appells. Aber Herr Gabriel, mal eine Frage. Sie sagen, Sie glauben immer noch an die Rechtsstaatlichkeit, auch in den USA und Großbritannien. Jetzt sagen Sie uns aber selbst, dass von Folter gesprochen wird, dass im Assange-Fall eben sich nicht an Rechtsstaat gehalten wird. Wie kommen Sie denn darauf, da noch dran zu glauben? Weil wir merken doch, wenn es um die Geheimnisse der politischen Eliten geht, wenn es um Militär- und Kriegsverbrechen geht, gibt es halt keine Pressefreiheit. Solange wir über den Aufsichtsratposten von Sigmar Gabriel berichten oder über den nächsten Sparkassenchef oder irgendwelche Fraktionssitzungen, dann ist alles okay. Aber wenn es um Kriegsverbrechen geht, dann herrscht eben keine Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit. Wie passt das bei Ihnen noch zusammen? Und eine zweite Frage, Sie waren ja selbst Außenminister. Was haben Sie denn konkret für Assange während der Zeit getan? Zur letzten Frage, in der Zeit war er eben nicht in Großbritannien in Haft. Wenn Sie sich erinnern, er war in der Botschaft. Kurzfristig, der war in der ecuadorianischen Botschaft, aber nicht in britischer Haft. Und deswegen, ich bedauere das ja selbst, dass ich nicht mehr danach in der Lage war, als Außenminister tätig zu sein. Aber wie Sie sich erinnern, lag das nicht in meinen Möglichkeiten. Zu Ihrer ersten Frage. Das ist ganz klar, weil ich der Überzeugung bin, dass die Tatsache, dass auch der Rechtsstaat Fehler machen kann, noch kein Beweis dafür ist, dass der Rechtsstaat insgesamt in diesen Ländern nicht existiert. Und das sage ich als Deutscher. Denn natürlich gibt es auch in Deutschland Beispiele dafür, dass Verfahren nicht so gelaufen sind, wie das nach den Buchstaben des Gesetzes erforderlich sein soll. Und dafür haben wir häufig genug das Bundesverfassungsgericht gehabt, das politische oder rechtliche Entscheidungen überprüft und aufgehoben hat. Ich finde es sogar falsch, aus dem erkennbaren Versagen des Rechtsstaats im Fall Assange den generalisierten Vorwurf zu machen, es gäbe in Großbritannien oder den Vereinigten Staaten keinen Rechtsstaat. Das finde ich und übrigens auch nicht, was das Thema Geheimdiensttätigkeit und Kriegsverbrechen angeht. In Großbritannien ist am Ende ein Ministerpräsident, Tony Blair, wegen der Beteiligung an einer Lüge und Fake News über den Irakkrieg zum Ende seiner Karriere gebracht worden. Es ist keineswegs so, dass der Rechtsstaat in diesen Fragen nicht agiert, insbesondere dann nicht, wenn es sozusagen in der politischen Öffentlichkeit verhandelt wird. Ich finde diese Art des Umgehens nicht besonders angemessen, weil natürlich verglichen mit Unrechtsstaaten, mit Diktaturen in diesen Ländern, über die wir jetzt reden, ein unglaubliches Maß an Freiheit existiert. Und wer das nicht sozusagen wahrnehmen will, der soll einfach mit jemandem reden, der in einer Diktatur lebt. Dann kennen Sie den Unterschied zwischen Großbritannien, USA und einer Diktatur. Das ändert nichts daran, dass hier ganz offensichtlich Rechtsstaatlichkeit, jedenfalls so wie ich sie verstehe, nicht geachtet wird. Und dafür gibt es einen Beleg, und das ist für mich das Protokoll und die Aussage des Menschen- oder des UN-Folterbeauftragten Nils Melzer. Und deswegen, glaube ich, muss man was sagen in der Öffentlichkeit. Nochmal, der Rechtsstaat bewährt sich dann, wenn die Tat oder der Täter, den man beschuldigt, besonders verabscheuungswürdig ist oder uns nicht sympathisch ist oder wir sozusagen ein ambivalentes Verhältnis haben. Und zu Julian Assange kann man ein ambivalentes Verhältnis haben. Natürlich kann man das. Er ist selbst sozusagen ein Borderliner in vielen Fragen. Aber gerade dann muss der Rechtsstaat zeigen, dass er seine Prinzipien einhält. Und das ist erkennbar nicht der Fall.
ich weiß nicht, ob Sie mich missverstanden haben oder missverstehen wollten oder ob Sie einen Strohmann-Argument mit Absicht aufgestellt haben. Ich habe nicht die Rechtsstaatlichkeit an sich in Großbritannien und USA in Frage gestellt, sondern wenn es um essentielle Fragen, Machtfragen geht. Das haben wir bei Assange, Ellsberg und so weiter gesehen. Das ist ja die Regel, das ist nicht die Ausnahme, Herr Gabriel. Aber was haben Sie konkret, während Herr Assange in der ecuadorianischen Botschaft gesessen hat und schon dieselben Probleme hatte, jetzt nicht Folter ausgesetzt war, aber ähnliche Probleme hatte, getan? Erstens, ich habe Sie nicht missverstanden und ich habe Ihnen was zum Thema Kriegsverbrechen und Geheimdienste gesagt. Das Beispiel Tony Blair ist eins davon. Das ist ein Namen, Herr Gabriel. Also das Spiel läuft doch wie folgt. Sie fragen mich was, ich ertrage Ihre Fragen und Sie müssen meine Antworten ertragen. So ist das. Das hat auch was mit Pressefreiheit zu tun und Meinungsfreiheit. Und ich sage Ihnen, Nixon ist ein Beispiel dafür, dass Geheimdienste natürlich auch in den Vereinigten Staaten an ihre Tätigkeit offengelegt werden. Ich halte Ihr generalisiertes Argument schlicht für falsch. Zweitens, Sie müssen mir doch nicht folgen. Sie müssen doch nur, das gehört zur Meinungsfreiheit, akzeptieren, dass ich anderer Meinung bin als Sie. Auch das ist möglich in einer Bundespressekonferenz. Und das Zweite ist, ich habe in meiner Amtszeit von den Vorfällen in der ecuadorianischen Botschaft nichts gewusst, auch Herr Melzer nicht. Das ist uns hinterher bekannt gegeben worden bei der Untersuchung von Julian Assange, nicht in der Zeit, in der er in der Botschaft war. Und offensichtlich hat die Folter in dieser Zeit stattgefunden und ist danach festgestellt worden. Übrigens gab es ja den Vorwurf der Vergewaltigung, nicht? Assange hatte Furcht, nach Schweden ausgeliefert zu werden und dann von Schweden in die USA. Das spielt ja auch noch eine Rolle, nicht? Also das war der Fluchtgrund in die ecuadorianische Botschaft, dass der Vorwurf der Vergewaltigung dazu geführt hätte, dass er zurück... So ist es, der widerlegt worden ist, nicht? Der widerlegt dank Melzer, der akribisch die ganzen Akten studiert hat, der perfekt Schwedisch spricht und der wir da jetzt erstmalig hier auch in der bundesdeutschen Öffentlichkeit, und da haben wir einen kleinen Anteil, dass das jetzt überhaupt zum großen Thema wird. Auch ein Zeichen für Demokratie. Nicht alles läuft hier im staatlichen Interesse ab. Plötzlich war lange Jahre ein Schweigekartell. Man hat ihn zur Unperson erklärt, er war wie ein Aussätziger behandelt. Und siehe da, diese Initiative hat miterreicht, dass plötzlich große Medien Anteil nehmen, darüber berichten, dass Herr Melzer, der übrigens einen Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verdient hätte und andere Preise, dass der zu Wort kommt in Heute-Journal, in anderen Sendungen und plötzlich das Ganze thematisiert wird, wo vorher man nicht rangeht. Man wusste ja auch zu wenig. Und Melzer konnte beweisen, dass hier ganz schwer manipuliert wurde von Geheimdiensten, von englischer Justiz. Und da war nie von den Frauen ein Vergewaltigungsvorwurf erfolgt. Da ging es um eine sexuelle Belästigung. Und das wurde aber geschickt eingefädelt und dann der Presse zugespielt. Und Assange konnte sich nicht wehren. Er wäre gerne in Schweden gehört worden. Unter der Bedingung, dass man ihn nicht nach USA ausliefert. Und das wurde abgelehnt. Dann hat er angeboten, man könne ihn ja in der Botschaft Ecuador befragen. Auch das wurde von Schweden abgelehnt. Also hier war eine geheimdienstliche Verschwörung, würde ich schon sagen. Und jemand, der systematisch der Unperson apostrophiert wird und dann keine Möglichkeit hat, ihr Gehör zu finden, der ist verloren. Und von daher kommt auch mein tiefstes Mitempfinden. Von Böll stammt der Satz, das Recht ist auf Seiten der Opfer. Egal in welchem System, ob das chilenische Kommunisten waren oder sowjetische Dissidenten. Und diese Haltung, die fehlt mir. Wir haben in vielem ein Nachdenken. Entschuldigung, ich gehe zu weit. Also ich würde sagen, es geht um mehr. Der Snowden hat einen wunderbaren Satz gesagt. Wie kann es ein Verbrechen sein, Verbrechen aufzudecken? Ja. Und das bedeutet, dass wir uns mal Gedanken machen müssen über einen verbesserten Whistleblower-Schutz, und zwar international, dass in solche Situationen wie in Großbritannien gar nicht entstehen. Weil die Öffentlichkeit ist auf Transparenz angewiesen. Missstände müssen offengelegt werden. Die Quellen müssen nicht offengelegt werden. Der Geheimnisverrat ist bei uns nur unter engen Voraussetzungen strafbar. Da gibt es ein neues Gesetz. Wir müssen in dem staatlichen Bereich einen Whistleblower-Schutz haben. Wir haben eine neue Richtlinie der Europäischen Union, die betrifft den Whistleblower-Schutz im Unternehmen. Aber wir brauchen etwas, was den Staat angeht, sogenannte Staatsgeheimnis. Und das ist das Problem, das dahinter liegt. Wenn Herr Snowden Moskau verlässt, werden ihn die Amerikaner überall verfolgen. Und sie bedrohen ihn mit unendlicher lebenslanger Haft. Sie wollen Rache nehmen.
Und das ist, dürfen wir nicht zulassen, sonst geht die Pressefreiheit zugrunde. Was hätten wir ohne Snowden gemacht? Die Datenschutzgrundverordnung gäbe es gar nicht in Europa. Die hat den Push, den entscheidenden Push gekriegt durch die Enthüllung von Snowden. Jetzt ist Herr Jessen dran mit der ersten Frage. Ja. Herr Gabriel, in den Dokumenten, die Meltzer vorgelegt hatten, die auch in einer Schweizer Zeitschrift mit weiteren Links veröffentlicht worden sind, aus denen geht hervor, dass der US-Regierung empfohlen wurde, auf alle Verbündeten Druck zu machen, Assange permanent sozusagen, wie Herr Baum sagte, zu jagen, zu überziehen. Das sind Dokumente aus dem Jahr 2010 folgen. Frage an Sie konkret in Ihrer Amtszeit als Außenminister, welche Form von Druck seitens der USA oder Ihrer Verbündeter haben Sie erfahren? Wie sind Sie damit umgegangen, wenn es ihn gab? Und die zweite Frage, das Auswärtige Amt hat, wir haben das in den vergangenen Tagen und Wochen hier mehrfach diskutiert, das Thema immer gesagt, da Sie davon ausgehen, dass auch dieses Verfahren nach rechtsstaatlichen Prinzipien abläuft, sehe man keinen Anlass, da zu intervenieren. Entspricht diese Position Ihrem Kenntnisstand oder sehen Sie sehr wohl Anlass, dass auch die Bundesregierung, auch das Auswärtige Amt in diesem konkreten Fall sich für Pressefreiheit und für Assange-Freilassung einsetzen sollte? Antwort zur Frage 1, nein, ich habe niemals einen solchen Druck erfahren. Ich bin nicht mal darauf angesprochen worden. Damit hat sich Ihre Nachfrage erledigt. Antwort auf Frage 2, ich verstehe jedes Mitglied der Bundesregierung, dass Fälle wie diesen nicht öffentlich verhandelt. Das ist der Unterschied zwischen meiner heutigen und meiner früheren Situation. Ich kann das gut verstehen. Ich habe mal was dafür tun können, Menschen aus der Haft zu befreien. Wenn Sie das öffentlich versuchen und das alles öffentlich verhandeln, dann werden Sie möglicherweise selber Beifall in Ihrer Öffentlichkeit bekommen. Die Leute aber nicht.
in London beginnt. Darunter sind auch viele Abgeordnete aus nationalen Parlamenten. Wir haben im Moment über 3 Dutzend Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten, auch aus Deutschland sehr viele, aus verschiedenen Parteien, muss man sagen. Das ist wirklich parteienübergreifend. In dem Aufruf selbst hat der Wallraff ja schon gesagt, sind Abgeordnete des Bundestages aus allen demokratischen Parteien, bis auf eben die AfD, sind alle demokratischen Parteien vertreten mit Abgeordneten. Und da gibt es ein Interesse, an dem Prozess in London teilzunehmen, zu beobachten, ob eben und inwieweit rechtsstaatliche Standards dort eingehalten werden. Und darüber hinaus ist natürlich weiteren Initiativen liegt kein Hindernis vor. Also es kann sein, dass da weitere Initiativen folgen. Wichtig ist aus meiner Sicht natürlich auch, den Kontakt zu den Parlamentarierinnen und Parlamentariern in Großbritannien zu halten, weil ich glaube, sehr, sehr wichtig ist natürlich dort eine gewisse Solidarität in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Humanität zu erreichen im Fall von Julian Assange. Es gibt auch die Überlegung, einen erweiterten Aufruf in Großbritannien zu starten und dort in der Öffentlichkeit zu erreichen, weil doch die Presse, im Gegensatz zu uns, würde ich sagen, wir haben noch eine ziemlich breite Vielfalt, sage ich mal so. Wir werden immer gescholten, aber wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, da ist in Großbritannien noch eine viel, viel stärkere, auch eine Hetze, da ist die Bild fast harmlos gegen The Sun. Ne? Und obwohl ich die jetzt auch nicht verharmlosen will, die hat sich wieder sehr ins Üble hin verwandelt. Ihr wisst alles mehr darüber. Aber in England wäre dieser Aufruf ganz wichtig. Und das mache ich mir auch zur Aufgabe. Und dann macht ihr mit. Ne? Ja, klar. Herr Nils. Übrigens gibt es auch jetzt in Amerika. Es gibt sowieso keine Chance, sich gegen dich zu wehren. Einen bemerkenswerten Whistleblower-Fall. Die ganze Ukraine-Affäre wäre ohne einen Whistleblower, den wir nicht kennen, nicht in Gang gekommen. Nein. Da sehen Sie die Rolle, die solche Enthüllungen zu Recht spielen. Herr Nils ist dran mit dem nächsten Fall. Ja, zum letzten, Herr Baum, der heißt doch jetzt Bolton, aber der wird ja dann auch nicht gehört. Aber ich hatte eine andere Frage zu der Sache selbst, zu dem offensichtlich verdienstvollsten Aktivisten in dieser Angelegenheit, also zu Herrn Meltzer auch. Der hat ja nun den großen Apparat der UNO hinter sich und die ist noch nicht ganz stillgelegt. Hat er eigentlich da, außer seinen Bericht zu schreiben, auch irgendwas vorangetrieben, den Sicherheitsrat damit beschäftigt oder wen auch immer, da sitzt Deutschland ja nun auch noch geraume Zeit sogar drin. Und die zweite Frage, welche Möglichkeiten, ich weiß nicht, wer von Ihnen dazu was sagen könnte, gibt es eigentlich in Sachen Asylrecht für Herrn Assange? Gibt es da überhaupt was? Das ist also eine reine Lernfrage, weil ich da ein bisschen unbeleckt bin. Es gibt Journalisten, Union, DJU und so weiter, die in dieser Richtung auch Forderungen gestellt haben. Und bisher, ja, wir haben einen Durchbruch geschafft, ja. Und es ist eine große Öffentlichkeit, groß würde ich jetzt relativieren, aber eine ziemliche Öffentlichkeit entstanden. Und darauf aufbauend sollte man weitergehen und sagen, hier, die Bundesregierung ist eigentlich gefordert, so wie Snowden auch, einen Asylantrag möglich zu machen. Und ich glaube, man kann nicht alles auf einmal erreichen, aber ein Anfang ist hier gemacht. Und dann Persönlichkeiten zu finden, die das unterstützen und das fördern. Ich würde sagen, die Chancen sind zurzeit leider sehr gering. Ja, ich halte es für ausgeschlossen, dass das möglich ist. Er ist australischer Staatsbürger. Welches Verwaltungsgericht in Deutschland sollte ihm dafür ein Asylrecht geben? Keine Chance. Snowden ist ein ganz anderer Fall. Snowden ist ein anderer Fall, ja. Keiner, das ist sozusagen, wer, auch auf solchen Pressekonferenzen darf man Menschen nicht in die Irre führen. Und da bin ich einfach für Klarheit. Es geht darum, ein rechtsstaatliches Verfahren in Großbritannien herbeizuführen. Dazu zählt übrigens in der Tat, das hat Herr Baum richtig gesagt, die Güterabwägung vorzunehmen zwischen dem, was er getan hat und was möglicherweise nach amerikanischem Recht strafbar ist, und dem, was das für uns, auch für Großbritannien, für sozusagen die westlichen Demokratien an Vorteilen bedeutet hat. Das ist Teil eines solchen Verfahrens. Ich glaube aber nicht, dass es eine Chance gibt auf Asyl. Zur Frage von Herrn Meltzer. Die Möglichkeiten von UN-Sonderbeauftragten sind, Dinge zu untersuchen und öffentlich zu machen. Sie haben, man muss fast sagen, leider keine administrative Möglichkeit, das dann voranzutreiben. Die Möglichkeiten, die er hat, nutzt er. Also ich bin selber mal UN-Sonderberichterstatter gewesen, das kann ich noch bestätigen. Ich
bin der Meinung, dass, kommen wir nochmal auf Snowden zurück, wir, die Europäer, müssen Snowden da rausholen aus Moskau. Ein unwürdiger Zustand. Ob wir das mit Asyl machen oder wie auch immer. Aber wir können nicht tatenlos zusehen, dass ein Mensch keine Wertschätzung bekommt für das, was er gemacht hat und im Grunde da alleine gelassen wird. Das geht nicht. Und da gibt es natürlich wieder die Rücksicht auf die Amerikaner. Dann sollten die Europäer das insgesamt auf ihre Schultern nehmen. Und ich möchte übrigens noch ein Wort sagen zu Günter Wallraff. Dass wir hier sitzen, ist seiner energischen, hartnäckigen Initiative zu verdanken. Ja, euch genauso. Ich meine, du warst am Anfang ja auch skeptisch und hast dein Verdienst, du hast dich sachkundig gemacht, du hast den Melzer kontaktiert und dann hast du selbst getwittert und das zu der eigenen Angelegenheit. Da muss man dich ja sogar bremsen und zu sagen, warte mal, bis der Aufruf... Aber Herr Baum hat recht, man kann sich dir nicht entziehen. So, wir machen weiter mit den Fragen. Bitte, Herr Kollege in der Mitte. Ist das an? Nee. Entschuldigung, das falsch sein. Herr Gabriel, wieder eine Frage an Sie. Daniel Lücking fürs Neue Deutschland. In Ihrer Amtszeit als Vizekanzler fallen die Afghanistan-Papiere, die die WATS online gestellt hat, also etwas sehr Ähnliches zu dem, was WikiLeaks getan hat. Und die Bundesregierung hat über einen juristischen Winkelzug, kann man eigentlich nicht anders nennen, mit Hilfe des Urheberrechts zunächst bewirkt, dass man die depubliziert. Und aktuell holt man sich da bei diversen Gerichten immer noch Abfuhren ein. Also Deutschland möchte ganz offensichtlich auch nicht über das reden, was in den internationalen Kriegen und Krisen so passiert. Wie soll Ihrer Meinung nach die deutsche Bundesregierung mit dieser Thematik umgehen? Was kann man tun, um da die Pressefreiheit wieder zu stärken? Und dieser rechtliche Kniff mit dem Urheberrecht, der wird ja jetzt nicht nur bei den Afghanistan-Papieren versucht, das versuchen auch andere Häuser der Bundesregierung. Was würden Sie heute dazu sagen? Ich kann Ihnen nur das sagen, was Praxis ist im Deutschen Bundestag. Dinge, die, wie Sie sie schildern, haben dazu geführt, dass wir eine Riesendebatte hatten, beispielsweise über den Bundeswehreinsatz damals, also das Bombardement, ich glaube, es war Kundus, der Ort, an dem bombardiert wurde. Das hat dazu geführt, dass ein verantwortlicher General damals zurückgetreten ist. Es hat eine Riesendebatte gegeben. Ich kann überhaupt nicht erkennen, dass dort, wo Dinge an die Öffentlichkeit kommen, in Deutschland nicht möglich ist, eine öffentliche Debatte darüber zu führen. Ganz im Gegenteil. Wir haben massive politische Konsequenzen damals auch gezogen. Also ich halte diese Art von Verallgemeinerungen nicht für richtig. Zusatz, Herr Lücking? Also ich muss dazu sagen, ich war als Soldat im Zeitraum dieser Papierveröffentlichungen in Afghanistan, beziehungsweise ich kann in die Papiere reinschauen, kann lesen, was dort drin steht. Ja, und dass diese Papiere aus der Öffentlichkeit herausgezogen werden und dass dann eine Diskussionsgrundlage fehlt, dass auch Soldatinnen und Soldaten da reinschauen können und sagen können, holla, die Waldfeder, ist aber echt was falsch dargestellt worden, weil ich war vor Ort und das liest sich ja total aus in diesen Papieren. Ja, es gab eine öffentliche Debatte um Oberst Klein in Kundus, aber das reicht ja nicht aus. Und wenn man die Grundlagen für eine öffentliche Debatte jetzt mit Regierungsmitteln aus der Öffentlichkeit herauszieht, aber gleichzeitig sagt, man möchte die Pressefreiheit stärken und man möchte Akteure wie Julian Assange schützen, und dann muss man eigentlich auch die WATS schützen und sagen, die müssen diese Papiere wieder online bringen können. Ja, und dann muss man eben abwarten, wann irgendwann über das Urheberrecht entschieden wird. Aber das ist doch auch ein Angriff auf die Pressefreiheit, der mit Regierungsmitteln dort stattfindet. Ich würde das nicht so als pauschale Verallgemeinerung abtun wollen. Dann haben wir uns ja gegenseitig unsere Meinung gesagt. Herr Kollege Lehmann. Marcel Fürst von der Deutsche Welle. Ich habe eine Frage, die Herr Baum angestoßen hat. Sie haben ja den Namen Snowden sicherlich nicht zufällig hier mit eingeführt. Insofern meine Frage an Frau Dardenne und Herrn Gabriel. Herrn Wallraff habe ich eben auch schon so verstanden, dass er sich Herrn Baums Forderung anschließt, dass sich Europa in dem Fall dann wohl für ein wie auch immer geartete Zufluchtsmöglichkeit Edward Snowdens einsetzt. Gibt es aus Ihrer Sicht, Frau Dardenne, Herr Gabriel, aber auch Herr Wallraff, ein überzeugendes, nachvollziehbares Argument davon abzusehen?
kann es kurz machen. Nein, aber ich möchte noch ergänzen, dass ich alle drei, also Chelsea Manning, Edward Snowden und Julian Assange, alle drei gleichwertig sehe in ihrer Funktion, quasi die Wahrheit ans Licht zu bringen, Korruption aufzudecken, Kriegsverbrechen zu veröffentlichen, Folter zu veröffentlichen. Also auch uns Bürgerinnen und Bürger über die Machenschaften von Regierungen, ich weiß nicht, Gabriel war in der Regierung, Herr Baum auch, aber Regierungen sollten eben nicht blanko quasi einen Vertrauensstempel bekommen, sondern sie müssen kontrolliert werden können und die Wahrheit muss kundgetan werden können. Wir als Bürgerinnen und Bürger, Parlamentarier, haben ein Anrecht darauf, zu wissen, was Regierungen tun. Und das hat Manning, Snowden und auch Assange alle drei gleichwertig publik gemacht. Und ich halte es für die Glaubwürdigkeit der Europäischen Union als eine Wertegemeinschaft, halte ich es für unabdingbar, sich für alle drei Persönlichkeiten einzusetzen. Ich meine, Chelsea Manning ist die Person, der wir es zu verdanken haben, dass Kriegsverbrechen in Afghanistan und Irak publik geworden sind. Kriegsverbrechen, deren Verantwortliche, die sie befehligt haben, die sie begangen haben, bis heute nicht ihrer gerechten Strafe zugeführt worden sind. Aber diejenigen, die das publik gemacht haben, wie Assange und Manning, jetzt in Haft sitzen, Manning in Beugehaft, jeden Tag mit drakonischen Geldstrafen konfrontiert, weil sie sich weigert, hier nochmal gegen Assange und WikiLeaks auszusagen, in einem Prozess, wo sie sowieso vorher schon ausgesagt hat und mit der Amnestie von US-Präsident Barack Obama dann freikam. Also ich meine, Amnestie, nicht Amnestie. Bitte? Amnestie nehme ich an, nicht Amnestie. Amnestie. Ich meine Amnestie. Amnestie gibt es auch. Aber, ja. Ja, aber diese drei Persönlichkeiten sind meiner Meinung nach gleichbedeutend wichtig für die Pressefreiheit und eben auch für unsere Glaubwürdigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die Europäische Union als Wertegemeinschaft und die Bundesregierung sich gleichsam einsetzen würden für drei Personen, die sich auch gegenseitig alle drei unterstützen und dagegen sind, dass sie gegeneinander ausgenutzt oder auch gegeneinander ausgespielt werden. Wir sollten auch nicht vergessen, dass Trumps Außenminister Pompeo die WikiLeaks und Assange und Snowden vergleicht, als Terroristen bezeichnet und mit der Hamas und dem IS gleichsetzt und als solche auch behandeln möchte. Also die sind als Terrororganisation. Als Terrororganisation. Das heißt, die sind in akuter Lebensgefahr, wenn sie wenn Assange das überlebt und er hat auch an Gewicht enorm verloren, er macht zum Teil desorientierten Eindruck, so sagt sein Vater, dem ich gesprochen habe, und er ist in Gefahr sogar, das nicht zu überleben, ja? Weil er unter jahrelangen Verhältnissen lebt, bedroht wurde, auch in der äquatorianischen Botschaft nachher, bis auf die Toilette waren die Abhöraktionen, die über Sicherheitsfirma der USA angebracht waren. Er war nachher nicht mehr seiner selbst. Er wurde zum Aussetzen, zur Unperson erklärt und von daher braucht er eine breite Unterstützung. Wir belasten auch nicht nach in unseren Aktionen jetzt. Sigmar Gabriel muss uns leider verlassen, weil er einen Anschlusstermin hat. Die beiden anderen Herren von Dadeln, glaube ich, bleiben noch etwas und dann machen wir hier noch ein bisschen weiter. Wir danken Herrn Gabriel erstmal für seine Bereitschaft, hier zu sein. So, die nächste Frage geht an Herrn Zweigel. Ach, davon, Entschuldigung. Jetzt haben wir es. Ja. Zwei Fragen hatte ich hier auf dieser Seite. Hier links, auf der linken Seite. Auf dieser Seite. Zwei Nachfragen. Die erste ist, ich habe noch nicht ganz verstanden, an wen genau sich Ihr Appell, Ihre Forderung nach Freilassung denn richtet. Mir ist klar, dass es an die Öffentlichkeit geht, dass man das jetzt publik machen muss, überhaupt das Thema wieder setzen muss. Geht es auch an die Justiz in Großbritannien, Justizminister oder Ministerin, weiß ich jetzt gar nicht, an den Premier? Die werden natürlich alle sagen, hoppla, die Justiz ist unabhängig. Was sagen Sie dazu? Und die zweite Frage, die sich da rein praktisch stellen würde, gesetzt den Fall, es käme zur Freilassung, dann ist ja die Sicherheit von Julian Assange noch gar nicht garantiert. Wir kennen ja, dass es da Entführung gibt, etc. Was soll denn dann passieren? Muss er auch Reisefreiheit bekommen? Muss er in ein anderes Land ausreisen dürfen? Gehört das dazu zu Ihren Forderungen?
Zumindest Haftverschonung. Das ist ja auch diskutiert worden gegen Kaution. Also Beendigung der unerträglichen Zustände im Hochsicherheitsgefängnis. Das wäre der erste Schritt. Wenn ich kurz etwas ergänzen darf. Wir haben in unserem Aufruf uns gerichtet an Großbritannien, dass Großbritannien aus menschenrechtlichen und medizinischen Gründen Julian Assange umgehend aus der Haft entlässt. Ja. Und wir richten uns auch an die Bundesregierung, dass sie sich bei dieser britischen Regierung in diesem Sinne einsetzt. Also an beide ist es gerichtet. Und sie sagten, die Sicherheit, wichtig ist ja erstmal der erste Schritt, dass er überhaupt freikommt. Freikommt, damit er sich im Kreise seiner Familie auch genesen kann und sich auf diesen Prozess vorbereiten kann, ungeachtet der Vorwürfe, ja, ob sie jetzt stimmen oder nicht. Und insofern würde ich erstmal sagen, wir brauchen diese Haftentlassung ganz dringend, weil über 60 Ärzte und der UN-Sonderbeauftragte zum Thema Folter davon ausgehen, dass er diese Haft nicht überleben wird, wenn es so weitergeht. Ja, das kann über Jahre sicher noch hinziehen. Genau, Herr Baum hat ja gesagt, er rechnet mit einem Jahr Prozess. Also im Moment haben wir die erste Instanz, das Magistrate Court, was am 24. Februar zusammenkommt. Die erste Instanz, eine Woche wird sie tagen. Dann im Mai wird der zweite Teil der Verhandlung laufen. Das kann sich auch über ein Jahr hinweg etwas mehr in die Länge ziehen. Bis zu 3 Jahren kann man rechnen mit diesem ganzen Verfahren. Die Briten gehen davon aus, dass das der größte Prozess ist in ihrer juristischen Geschichte. Der größte Prozess, weil die erste Instanz wird dann später High Court, der Supreme Court. Und solange Großbritannien als Gründungsmitglied des Europarates quasi bleibt, kann es auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte kommen. Und dann wird dort auch nochmal verhandelt. Das heißt, wir können tatsächlich eventuell davon ausgehen, dass dieser Prozess 3 bis 4 Jahre, ein richtiger Mammutprozess, andauern wird. Und wenn man ihn unter diesen Bedingungen hält, dann gehen Ärzte davon aus, auch die Spezialisten der UNO, die ihn medizinisch untersucht haben, dass er unter diesen Bedingungen nicht mehr leben werden kann. Also das Ende des Prozesses quasi gar nicht mehr erleben kann. Und deshalb ist unsere zentrale Forderung hier an dieser Stelle erstmal die Haftentlassung. Übrigens, ich gehe nicht davon aus, dass Großbritannien aus dem Europarat ausscheidet, nicht? Also der Europäische Gerichtshof bleibt zuständig. So, dann machen wir weiter, Herr Kollege. Es ist jetzt mehrfach angesprochen worden, ich komme darauf zurück, auf die Diskrepanz, dass es ja ganz offensichtlich zwei Rechtsstaatsverständnisse gibt. Whistleblower sitzen in Haft, sind ja nicht die einzigen Chelsea-Männer oder Edward Snowden in Moskau. Mordecai Vanunu sitzt nach wie vor in Haft in Israel dafür, dass er das geheime Atomprogramm, die Verletzung aller Atombestimmungen der Welt, dafür, wofür ja Nordkorea zum Beispiel so unglaublich angegangen wurde, bekannt gemacht hat. Das heißt, eigentlich müsste die Frage natürlich an Herrn Gabriel gehen, weil er ja Herrn Blair und Herrn Nixon hier so großartig und heldenhaft verteidigt hat. Gibt es ein Rechtsstaatsverständnis, das da divergiert, dass diejenigen, die auf den Dreck hinweisen, in Haft sitzen, in Beugehaft sitzen, gefoltert werden? De facto hat es Assange ja auch in der ecuadorianischen Botschaft in einer Art quasi Haft gesessen. Und solche Leute wie Nixon werden begnadigt. Das war ja der erste Akt von Ford, den er überhaupt wenige Minuten, nachdem er Präsident geworden ist, gemacht hat. Dass Tony Blair nach wie vor Interviews geben darf, dass solche Leute wie Paul, Wolfowitz, Pearl, Negroponte, Rice, all die ganzen Namen, die sitzen alle nicht in Haft. Wie wollen Sie der Öffentlichkeit oder wie will man der Öffentlichkeit diese Diskrepanz des sogenannten Rechtsstaates erklären? Ja. Die Diskrepanz ist da, wir müssen sie sichtbar machen, wir müssen das Bewusstsein verändern. Es ist ja, der Eindruck liegt ja nicht fern, dass Staaten dafür Rache nehmen wollen, dass Schweinereien, die sie gemacht haben, aufgedeckt werden. Ja? Das ist also, wir werden zum Teil belogen, nicht? Auch in Demokratien werden wir belogen.
Und das heißt also, wenn die Lügner ertappt werden, versuchen sie auf diese Weise Rache zu nehmen. Die Tatsache, dass unsere Handys abgehört werden können von NSA, dass wir eine Ortungswanze mit uns tragen, das wissen wir jetzt, nur weil ein Whistleblower uns das gesagt hat. Die Tatsache, dass unsere Computer zu Hause durchsucht werden können aus Washington von einer Behörde NSA mit 40.000 Mitarbeitern. Von den 40.000 Mitarbeitern hat nur einer geredet. Nicht? Also dieser Versuch der Herrschenden, ob sie Demokraten sind oder nicht, die Wahrheit zu unterdrücken, ist unerträglich. Und das führt auch dazu, das hat hier in diesem Lande mal zur Spiegelaffäre geführt, darf man nicht vergessen. Nicht? Und der älteste Whistleblower, den ich in Deutschland kenne, ist Karl von Ossietzky, der die heimliche Aufrüstung der Reichswehr enthüllt hat und dann von den Nazis zu Tode gebracht wurde. Also wir sind in einem ganz schwierigen Spannungsfeld. Einerseits die Bewahrung von wirklichen Staatsgeheimnissen, die dem Wohl des Staates nützen und, wenn man sie offenlegt, Schaden stiften. Und auf der anderen Weise dem falschen Schutz von Dingen, die zu kritisieren sind, die die Öffentlichkeit wirklich wissen muss. Und es ist ja auch so, Abu Ghraib war Gegenstand danach in Amerika von Prozessen. Die Verantwortlichen wurden verurteilt. Es sind Konsequenzen gezogen worden. Aufgrund der Enthüllung. Ist ja irgendwo ein Widerspruch. Der Enthüller wird verfolgt und die Enthüllungen haben dazu geführt, dass man die Täter bestraft hat. Merkwürdig. Nachtrag, also was die Abu Ghraib-Geschichte betrifft, ist das ja nicht ganz richtig. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Wäre es nicht ehrlicher, da wir alle wissen, Sie haben es ja gerade geschildert, die Fakten sind bekannt, die Schweinereien sind bekannt, aber die Ergebnisse gibt es nicht. Das heißt, die Leute laufen nach wie vor frei rum, essen ihre Pensionen auf im Zweifel, sind zurückgetreten, was ja hier von Herrn Gabriel so als die große rechtsstaatliche Konsequenz gewürdigt wurde. Das würde sich wahrscheinlich Chelsea Manning oder Julian Assange wünschen, einfach nur zurücktreten zu können. Und dann war es das. Heißt das nicht, dass wir ehrlicher sein müssen und der Öffentlichkeit gestehen müssen, wir wollen hier mit diesem Aufruf das Schlimmste beseitigen, was es im Moment gibt, aber wir werden wahrscheinlich gar nicht verhindern können, dass die Verantwortlichen für diese Schweinerei nach wie vor frei rumlaufen werden, während Julian Assange Traumata wahrscheinlich bis an sein Lebensende davontragen wird. Wer lebt, ich sage nicht niemals. Ja? Wir sollten nicht so tun, als wäre das jetzt ein für alle Mal so, das schafft Resignation. Wir müssen so tun, als wäre alles möglich. Ja? Und dann erreichen wir mehr, als wir zurzeit für möglich halten. Und das ist ein Lebensprinzip. Und von daher würde ich auch sagen, du nanntest Karl von Ossietzky als Friedensnobelpreisträger. Warum sollten wir nicht auch langfristig natürlich eine Initiative starten, dass Snowden, Chelsea Manning und Assange den Friedensnobelpreis ihnen zugesteht? Ja? Das ist jetzt, scheint das Utopie, und das wird auch von bestimmten Medien als jetzt, ja, wie werden die das nennen, völlig wirklichkeitsfern. Nein, alles, was mal als wirklich gefallen, als nicht machbar angesehen wird, ist nachher Normalität. Nicht das, was Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, solle zum Arzt oder zum Psychiater gehen. Nein, die positiven Realitäten von heute, das waren mal die Utopien von gestern und vorgestern, die bekämpft wurden, verspottet wurden, verhöhnt wurden. Und von daher sollten wir diese Zuversicht alle reinbringen und gerade auch die Kollegen hier der Presse, das durchsetzen. Das ist viel mehr möglich, als wir glauben. Danke. Also wir haben im Zuge der Enthüllung von Snowden einen Snowden-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag gehabt, der die Verfahren des BND durchleuchtet hat. Danach gab es ein BND-Gesetz, das jetzt in Karlsruhe verhandelt wurde und das, bin ich absolut sicher, in Teilen aufgehoben werden wird. Das sind die politischen Konsequenzen. Immerhin, ein freies Parlament hat das aufgegriffen, der Deutsche Bundestag, und hat schon im Gesetz Konsequenzen gezogen, nicht hinreichend. Und jetzt wird das Bundesverfassungsgericht endgültige Urteil sprechen. Das sind sichtbare Folgen. Es sind keine Politiker bisher zur Verantwortung gezogen worden hier. Aber es hat sich doch gezeigt, dass die Öffentlichkeit sehr viel sensibler geworden ist als vorher. Ich möchte kurz auf die Frage eingehen. Ich glaube, es ist nicht akzeptabel, diese Kultur der Straflosigkeit
die darf man auch nicht akzeptieren. Wenn man diese Kultur der Straflosigkeit akzeptiert, dann legt man auch die Axt an unsere Demokratie. Allerdings muss ich nochmal fokussieren. Und in unserem Aufruf geht es jetzt erstmal wirklich konzentriert darum, das Leben eines Journalisten von Julian Assange, dieses Leben zu retten. Dieses Leben zu retten, indem man ihn aus dieser Haft entlässt, aus diesen Bedingungen. Das ist wirklich das Allerdringendste. Weil wenn an ihm ein Exempel statuiert wird, wie dieser Schauprozess und das Leben quasi zugrunde gerichtet wird, dass er gefoltert wird, dass er verrottet in dieser Haftzelle, das darf nicht sein, weil das würde dann bedeuten, dass genau diejenigen, die für diese Kultur der Straflosigkeit verantwortlich sind, dass sie gewonnen haben. Und sie dürfen eben nicht durchkommen. Sie dürfen nicht gewinnen. Und deshalb muss Julian Assange freigelassen werden. Ich habe jetzt noch 4 Kolleginnen und Kollegen auf der Liste. Die würde ich gerne noch zu Wort kommen lassen. Ich würde darum bitten, vielleicht kurze Fragen zu stellen, damit wir auch in der gegebenen Zeit zu Ende kommen. Die nächste Frage geht an Herrn Jung. Ja, ich versuche es kurz. Herr Baum, ich bin ein bisschen überrascht, dass Sie jetzt von dem Snowden-UA so positiv reden. Das war ja ein Beispiel dafür, wie die Regierung und die Koalition verhindert hat, dass es wirklich Aufklärung gibt. Und die Geheimdienste haben sich ja mit besten Mitteln gewehrt, dort für Aufklärung zu sorgen. Aber können Sie vielleicht mal aus Regierungssicht erklären, warum Assange nicht geholfen wird? Warum ihm nicht geholfen werden kann? Ich glaube, Herrn Gabriel zum Beispiel, er tut ja so, als ob es bei Assange keinen Druck gab, aber bei Snowden wissen wir ja, dass es Druck gab. Warum kann trotz des US-Drucks nicht geholfen werden? Und nach denen haben Sie als Parlamentarierin eigene Erkenntnisse darüber, über US-Druck bezüglich Assange und oder Herrn Snowden? Glauben Sie, Herrn Gabriel, dass er niemals Druck erfahren hat, dass die Bundesregierung da völlig frei agiert? Und Herr Wallraff, vielleicht nochmal die Krise um diese Whistleblower ist ja auch eine Krise des Journalismus. Ich meine, es machen sich immer noch mehr Kollegen von uns gemein mit den Mächtigen, wenn es um die Narrative, auch wenn es um Assange und um Snowden geht, als sich gemein mit der Wahrheit und den Whistleblowern. Ich meine, was sagen Sie zu der Krise des Journalismus? Bist du zuerst? Na, mach mal. Ja. Ich sehe im Gegenteil, und dass hier das zum großen Thema gemacht wurde, zeigt eigentlich, dass wir eine Sensibilisierung haben. Und die Kollegen, die ich kenne in ganz verschiedenen Zeitungen, auch in konservativen Zeitungen, haben bewusstseinsmäßig, sind die oft weit über die Leitlinie des Mediums hinaus. Und das liegt aber auch an der Öffentlichkeit, auch an den Lesern. Wir müssen viel mehr Leserbriefe schreiben oder auch in online uns da zu Wort melden und gegen die ganze Propaganda der angeblichen Lügenpresse und so weiter uns dagegen wenden. Also ich sehe eher in unserem Journalismus positive Gesichtspunkte. Es wird, wer liest noch Zeitungen? Ja? Ich habe 5 abonniert und meine jüngste Tochter, die keine Zeit hat, ich habe ihr ein Taz-Abo geschenkt. Nicht? So haben wir auch wieder Gesprächsstoff. Also es geht nicht nur um die Printmedien, aber die sind auch wichtig. Nicht? Wer eine Zeitung liest, der wird auch Sachen zur Kenntnis nehmen, die nicht in seinem eigenen Umfeld liegen. Das ist im Online, im Internet was anderes. Da sind alle, wie nennen wir das, in einer Blase drin und bleiben unter sich. Das können wir auch in der Schule, braucht es Medienkunde. Jüngere Lehrer müssen dahin, die überhaupt Kinder und Jugendlichen beibringen, wo sind hier die interessengeleiteten Meldungen, wo sind Warnwelten, nicht immer mehr fallen darauf rein. Und ich glaube, wir müssen ein breites Feld, aber wir sollten nicht sagen, hier unsere Presse ist sowieso verloren, das Zeitungssterben ist ein Riesenproblem, aber jeder Einzelne, und ich wirke in meinem Umfeld, ich habe auch Geschenkabonnements möglich gemacht für diejenigen, die noch offen sind. Da ist jeder Einzelne gefordert. Ich kenne die Kollegen in verschiedenen Zeitungen, auch in konservativen Zeitungen, sehr sensibel, sehr wachsam, oft natürlich über das hinausdenkend, was sie noch veröffentlichen. Wo der Spielraum wird geringer, das ist richtig. Also ich stimme
Ihnen zu, wenn Sie sagen, dass die Bundesregierung auf Snowden nicht am Anfang jedenfalls überhaupt nicht richtig reagiert hat. Sie hat versucht, das unter den Teppich zu kehren. Ich habe den Bundestag jetzt gemeint, dass immerhin ein Parlament sich intensiv mit den eigenen Diensten aus diesem Anlass befasst hat. Ich bin nicht der Meinung, dass die Bundesregierung sich in ein Verfahren, das genau vorgeschrieben ist, ein Gerichtsverfahren in Großbritannien einmischen kann, sichtbar einmischen kann, was wir machen um können. Snowden. Und deshalb ist wichtig. Ich hatte um Snowden gefragt. Assange hatten wir schon abgehandelt. Bitte? Ich hatte zu Snowden gefragt, warum Snowden nicht konkret geholfen werden kann. Ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich in der Tat auch. Das ist mir völlig unverständlich. Mir ist natürlich verständlich, dass man sich mit den Amerikanern nicht anlegen will. Aber was gilt denn hier? Ich meine, das ist ja auch ein abschreckendes Signal auf künftige Whistleblower, müssen wir auch sehen. Snowden hat selbst erklärt, dass er in Russland eigentlich notgedrungen lebt, ja? Dass er da nicht hingehört. Er arbeitet an seinem Computer, er verdient Geld, er arbeitet im Netz, er hat Freunde, aber was ist das? Nicht? Er gehört da nicht hin. Die Gnade eines autoritären Regimes muss er in Anspruch nehmen. Und er hat die Demokratie geschützt. Frau Dahl. Also, wir können ja froh sein, dass Snowden in Sicherheit ist. Und er noch, selber, dass die Aufenthaltserlaubnis läuft ab. Ja, also zumindest hat er das mitgeteilt. Es verwundert mich eigentlich, wenn Herr Gabriel sagt, dass zu seiner Zeit als Außenminister, bedauerlicherweise muss man ja sagen, es war ja eine kurze Zeit, dass zu dieser Zeit er nichts wusste von irgendeinem Druck seitens der USA. Ich möchte mal nur erinnern, 2013 war es ja so, bei Edward Snowden wurde eine ganze Präsidentenmaschine in einem europäischen Mitgliedstaat in Österreich, in Wien, gezwungen zu landen und es wurde eingedrungen in diese Präsidentenmaschine, was ja ein diplomatisch geschützter Raum ist, um zu untersuchen, ob Snowden da ist, auf Befehl der USA. Oder jetzt kürzlich wussten wir, dass zum Thema Iran-Atomabkommen die Europäer seitens den USA unter Druck gesetzt worden sind, das Atomabkommen zu verlassen mit dem Iran. Sie haben gedroht mit den Autozöllen, Sie werden sich daran erinnern, war ja erst vor einigen Wochen, wenn man das nicht macht, dass man bestraft wird mit den Zöllen. Also insofern, ich glaube, zur US-Administration, so meine Beobachtung als Abgeordnete, gehört schon, dass man auch Druck auf andere Staaten ausübt, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist auch nicht erst seit Trump der Fall. Das war auch schon vorher der Fall, wie diese Sache mit Snowden 2013 mit der Präsidentenmaschine von Morales nochmal beweist. Aber wichtiger ist doch die Frage, wie verhält sich die Bundesregierung? Natürlich kann sie nicht in einen juristischen Prozess eingreifen von außen. Aber als Prozessbeobachterin in anderen Ländern weiß ich, wenn die deutsche Botschaft beispielsweise uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch mit begleitet in Gerichtsverhandlungen, um eben zu beobachten, ob rechtsstaatliche Standards eingehalten werden. Und insofern fordere ich von der Bundesregierung natürlich, dass sie zumindest die Courage hat, auch in Großbritannien zu beobachten, ob diese rechtsstaatlichen Standards gewährleistet sind. Und auch, weil auch gefragt wurde, was kann ein UN-Sonderbeauftragter überhaupt machen und welche Wirkung hat das? UN-Sonderbeauftragte können ihre Berichte abgeben. Normalerweise folgt daraus eine Untersuchung. Man muss nicht sagen, dass alles, was Herr Melzer aufschreibt, tatsächlich stimmt. Aber zumindest muss man als Staat, als ein UN-Mitgliedstaat sagen, wir untersuchen das, wir gehen dem nach. Das hat weder Schweden getan, noch Großbritannien, noch Ecuador, noch USA. Aber ich finde, die Bundesregierung kann dem ja nachgehen und sagen, wir wollen das untersuchen und damit auch der Empfehlung der Europäischen Versammlung des Europarates folgen und hier eine Untersuchung einleiten. Das könnte die Bundesregierung tun, ohne, wenn es eventuelle Bestrebungen gibt und Bemühungen, ansonsten per Geheimdiplomatie zu helfen, ohne das zu verhindern. Also es spricht dem ja nichts entgegen. Das eine schließt das andere nicht aus. Herr Jessen. Ja, zwei Sachen.
Zum einen haben Sie in irgendeiner Weise Kontakte in die USA. Da gibt es ja auch mindestens bei den Demokraten Kandidaten, die versuchen, sich zu profilieren, zu positionieren. Und die USA sind der Treiber. Zum Zweiten, Herr Ralbers, Sie haben gesagt, ja, Karl von Ossietzky, eigentlich der erste deutsche Whistleblower. International war das eigentlich Emile Zola in der Affäre Dreyfus. Zola musste damals Frankreich verlassen, um einem Prozess zu entgehen. Da sind die Positionen fast noch eher daran anknüpfend. Erwägen Sie eigentlich so etwas wie eine, sagen wir mal, Sonderbuchpublikation, das, was die schweizerischen Kollegen von der Republik gemacht haben, sehr ausführlich im Netz, ist natürlich vor allem mit den Dokumenten noch erweiterbar und hätte in haptischer Form dann vielleicht eine weitere Bedeutung. Und da Sie Pressefreiheit ansprechen, das ist ja auch eine Sache, die zum Beispiel im Presserat Angelegenheit der Verleger ist. Also möglicherweise könnte man da sozusagen auf diesem Wege für mehr Publizität sorgen. Erwägen Sie solche Sachen? Ist das vielleicht schon in Vorbereitung? Ist eine gute Anregung, wobei man kann nicht alles machen. Ich glaube, ich würde mich da überfordert fühlen. Aber wir geben Anstöße auch anderen und sind dann gerne bereit, mitzuwirken. Aber Simin, du hast da schon bessere Ideen. Wir haben ja viele Verleger unter den Unterzeichnern und Unterzeichnern. Ich denke schon, dass wir auch, also dass das wird es jetzt nicht das Ende dieses Appells sein. Der Appell ist eine Initiative und der Beginn von mehreren Aktivitäten, die folgen können und wahrscheinlich auch einige werden auf jeden Fall. Und insofern, also ich finde die Anregung sehr gut. Auch gestern mit Herrn Melzer gesprochen, genau über auch dieses Interview und die ganzen Dokumente. Ich bin erstaunt, muss ich Ihnen sagen, weil ich kenne ja Assange schon seit 2012 persönlich. Und war mehrmals in Besuchen und verfolge diesen Fall. Ich bin schon erstaunt, dass das informativste, das detaillierteste, das kompakteste Stück Aufklärung so viele Jahre nach Beginn dieser ganzen Tortur um Julian Assange vom UN-Sonderbeauftragten kommt und nicht vorher diese Dokumente quasi eine Öffentlichkeit erfahren haben. Also die konstruierten Vergewaltigungsvorwürfe durch die schwedischen Behörden selbst, die Polizeibehörden, dass die das selbst konstruiert haben, dass sie Dokumente manipuliert, verfälscht haben, dass in den USA, was dort genau an Untersuchungen, an Jagd quasi auch an Julian Assange gemacht worden ist in den letzten Jahren, all das war vorher nicht publik. Ja. Und deshalb denke ich auch, dass das eine größere Öffentlichkeit erreichen müsste, auch um mit diesen Narrativen gegen Julian Assange. Und ich muss sagen, ich bin auch nicht davor gefeit und ich weiß, dass viele Journalistinnen und Journalisten auch nicht davor gefeit waren. Und auch wenn wir Menschen gefragt haben, ob sie diesen Appell unterzeichnen und unterstützen, waren auch nicht davor gefeit. Seit Jahren zu hören, das ist ein Narzisst, das ist ein Egomane, das ist ein Vergewaltiger, das ist ein Geheimnisverräter. All diese Narrative sind zusammengebrochen wie ein Kartenhaus durch die Arbeit des UN-Sonderbeauftragten. Und deshalb verdient es mehr Öffentlichkeit. Daraufhin sollte man die Republik im Internet, wir haben das hier auch kenntlich gemacht, da ist ein ganz ausführliches Interview mit Nils Melzer und detailgenau. Und was er da belegt, was er dort sagt, muss er belegen. Und das kann er belegen. Und er hat das recherchiert und zu einer seiner Hauptaufgaben gemacht. Da kommt keiner dran vorbei mehr. Da war noch die Frage nach den Kontakten in die USA. Ich habe sie nicht, aber Sylvie hat sie. Ja, ich habe Kontakte zu den zu demokratischen Abgeordneten im Senat und auch im Repräsentantenhaus. Ich muss sagen, die Demokraten sind ja im Moment mit anderen Dingen beschäftigt. Also es ist eigentlich auch es ist eine gewisse Ironie, finde ich, weil Julian Assange wurde vorgeworfen, er hätte die Vorwahlen der US-Demokraten und auch die Wahlen in den USA manipuliert durch seine Veröffentlichungen. Hat er doch. Bitte Sie. Er ist in Fox News aufgetreten und hat für die Wahl von Trump geworben und gegen Clinton Stimmung gemacht. Da ist er einmal von der Unparteilichkeit des Enthüllungsjournalisten abgewichen. Das nehme ich ihm übel. Er ist kein Heiliger. Er hat seine Macken, seine Fehler. Ja, es ändert nichts an unserem Aufruf. Das,
Genau, das sehe ich, das muss man trennen. Ja. Haben Sie Namen, Frau Dattelen, mit wem Sie Kontakte da haben, auch wenn es schwierig ist? Also ich bitte da um Verständnis, dass ich die Namen von Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in Kontakt stehe, zu diesem Thema nicht hier aussagen möchte. Weil ich glaube, in den USA ist es natürlich noch mal schwieriger für die Abgeordneten, sich öffentlich quasi für Julian Assange einzusetzen, für Manning oder auch für Snowden einzusetzen. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Und deshalb möchte ich das jetzt hier nicht kundtun. Ich bitte darum Verständnis. So, die letzte Frage geht jetzt an Herrn Lücking. Herr Baum, noch mal aus Ihrer Perspektive. Sie waren bei der UN eingesetzt. Was müsste bei der UN geschehen, damit Whistleblower nicht in den Druck geraten, wie das jetzt der Fall ist, nämlich dass ein Staat sie formal anklagt und dann über die Haftbedingungen mehr oder weniger Rache nimmt? Also ich war 6 Jahre der Leiter der deutschen Delegation im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. Die Berichterstatter sind dem Menschenrechtsrat berichtspflichtig. Die werden von da aus eingesetzt. Also ich würde jetzt empfehlen, dass Herr Melzer, wenn er es schon nicht getan hat, den Menschenrechtsrat mit dieser Situation befasst und der eine Entschließung fasst. Das ist ein viel weiteres Spektrum, als wenn das nur ein einzelner Staat. Das Problem ist, die USA ist ja kein Mitglied des Menschenrechtsrats. Das macht nichts, aber wenn im Menschenrechtsrat eine Mehrheit sich dafür einsetzt, ist das eine Signalwirkung. Dass die USA sich daraus zurückgezogen haben, ist ja auch ein Ergebnis der Trump-Administration. Zusatz? Aber brauchen wir nicht vor dem Hintergrund, dass eben die USA sich da auch heraushalten, nicht auch auf nationaler Ebene, und das könnte eine sehr konkrete Forderung sein, eine Art Asylzwang sozusagen? Also wenn ein Bündnispartner wie Deutschland, der sich ja ständig mit den USA solidarisiert, dann feststellt, hier müssen wir unseren Bündnispartner mal vor sich selbst schützen und dann quasi Asyl gewähren und dafür sorgen, dass man vielleicht diesen Prozess stattfinden lassen kann, sich um menschenwürdige Haftbedingungen kümmert, aber eben verhindert, dass in dieses System ausgeliefert wird. Ja, der Ansatzpunkt müssten die USA sein. Und da kann ich nur sagen, das ist unglaublich schwierig für amerikanische Politiker, Snowden oder Assange oder Manning zu rechtfertigen. Die werden verachtet und ausgegrenzt. So ist die Stimmung in den USA. Und was wir machen können bei Großbritannien, das ist sehr begrenzt. Also in eine Gerichtsbarkeit einzugreifen. Was wir machen können, ist, und das ist, deshalb ist das sehr wichtig, was Günter Wallraff eben gesagt haben, die Zivilgesellschaft in Großbritannien zu sensibilisieren. Denn ein Gericht urteilt nicht unabhängig von der Stimmung und von der um das Gericht herum. Also wenn die Zivilgesellschaft Großbritannien da sichtbar wird, hat das auch Einfluss auf das Gericht. Dann danke ich für diese Pressekonferenz und wünsche einen schönen Tag.